Ist er da, Helga? Ja, was ist denn los? Frohe Ostern. Ja, dir auch. Hast du schon Schokohasen gegessen? Ein Schokohasen? Ja. Nee. Nee? Ist auch Quatsch. Wieso? Hat auch nichts mit Ostern zu tun. Natürlich, Schokohase ist Ostern. Im traditionellen Sinne, Marianne. Wie? Vom Ursprung her. Was damit? Weißt du denn überhaupt nicht, wieso wir Ostern feiern? Um den Kindern eine Freude zu machen. Oh Gott, was? Hast du schon mal was von Jesus gehört? Ja, klar. Weißt du eigentlich, was Ostern passiert ist? So ein bisschen schon. Ja, dann sag mal. Ostersonntag ist Jesus aufgestanden. Wovon? Aus dem Bett. Aus dem Grab, Marianne. Wie soll der denn gehen? Die haben ihn gekreuzigt und Ostersonntag ist er wieder aufgestanden. Und Ostermontag? Da, ist er losgelaufen. Wohin? Das weiß ich doch nicht, Marianne. Ich kenne doch die Gegebenheiten da gar nicht. So, jetzt frage ich mich aber, wozu war eigentlich noch mal Pfingsten da? Pfingsten ist sozusagen so. Und Christi Himmelfahrt? Das ist immer 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt. Da ist er in Himmel gefahren. Und wieso ist er auch Vatertag immer? Weil die Väter repräsentieren sozusagen die Jünger von Jesus. Haben die Jünger damals genauso viel getrunken wie die Väter heute? Immer. Wein und Eierlikör. Was du alles weißt. 97 habe ich mal für einen Dreiviertelmonat Theologie studiert. Und was ist jetzt nochmal Karfreitag? Karfreitag hat Jesus die Tiere auf die Arche geholt. Ich dachte, das war Noah. Ist ein Irrglaube. Ist das so? Im Neuen Testament steht, und er sprach, bringe die Tiere zu mir, denn da kommt Hochwasser. Hätten Sie keine Deiche? Woher soll ich denn das wissen? Ich habe doch damals nicht gelebt. Und Karsamstag? Was Karsamstag? Karsamstag ist nicht so einfach, oder? Übersichtlich ist anders, sag ich mal. Marketingtechnisch nicht so gut. Nee. Aber ich habe da noch eine Frage. Palmsonntag. Was denn mit Palmsonntag nur wieder? Schwierig. Weiß doch kein Mensch. Ich sag dir das jetzt. Sag mal. Also. Ja? Palmsonntag ist Jesus auf dem Esel geritten. Hätten Sie damals keine Pferde? Marianne. Du frag doch nicht immer so blöde Sachen. Ich meinte nur, auf dem Pferd wäre ja schneller gewesen. Ich weiß es nicht. Gab's damals eigentlich schon Pferde? Nee, also ja. Sind die nach den Dinosauriern, oder? Jetzt Palm, Grün, Christi, also. Langsam. Jesus reitet auf dem Esel am grünen Palmtag. Nee. Doch. Nee, jetzt verwechselst du das. Langsam. Grünsonntag reitet Jesus auf dem Esel. Nach Jerusalem. Nee, warte. Von vorne. Also. Ostermontag wird Jesus geboren. Nee, Weihnachten. Osterkarfreitag ist die Auferstehung. Genau. So. Konzentrier dich, Helga. Pfingsten, 30 Tage später. Ist Gründonnerstag. Vor Ostern. Ostermontag. Nee, Ostersamstag. Was eigentlich Ostersamstag passiert? Hab ich doch schon erklärt. Nee, nur Ostersonntag und Montag. Da ist er auf dem Esel geritten. Nee, das war doch kein Samstag. Am Vatertag ist er auferstanden und am Gründonnerstag ist er auf dem Esel geritten. Ich dachte Grün mit. Marianne. Ich verstehe es nicht. Nochmal zusammengefasst, ganz kurz für mich jetzt. Was ist denn jetzt nochmal Ostern? Eier suchen. Sag ich doch. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Wein und Brot. Kann ich nicht. Vom Wein wird das mir Brot immer ist das mummelig. Problem, ne? Und vom Wein kannst du eigentlich, aber das Brot ist immer mit den Inhalten da drin. Fällt mir der Hut runter. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdad. Mokdad.